Klar, meine Einheiten, die sind jetzt extrem viel härter. Ich muss viel mehr Gas geben. Aber mein Kopf ist einfach frei in dem Sport. Keine Ahnung, Fußball, ich weiß nicht, das hat mich einfach nicht so erfüllt. Reden ist Silber, Schlagen ist Gold. Dieses Motto verfolgt auch Behzat Aliyu, ein ehemaliger Profifußballer, aber dazu gleich mehr. Behzat, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um aus dieser späten Stunde dieses Interview mit mir zu führen. Bitte, bitte, freut mich. Ja, mich auch auf jeden Fall. Ich hatte es eben schon angerissen. Du bist ja jetzt kein Zweiter in der Gewichtsklasse bis 77 Kilo A-Klasse, kämpfst jetzt auch schon auf größeren Veranstaltungen. Aber das kam ja jetzt nicht irgendwie bei dir geplant, sondern ging ja auch über Umwege und du bist sehr spät erst zum Sport gekommen und warst früher Profifußballer. Wie hast du den Weg gefunden, einen Ball hinterher zu jagen und diesen zu treten, zu ich jage jetzt einem Gegner hinterher und trete den? Puh, wie soll ich sagen, zuletzt habe ich in Luxemburg gespielt in der zweiten Liga. Wir waren auf dem ersten Platz und dann war die ganze Scheiße mit Corona. Und dann sind wir dadurch auch nicht aufgestiegen. Ja, da hat man Zwangspause. Dann hat mein Bruder Berat, den du ja kennst, die Kampfsportschule Torquay und Gym in Trier übernommen. Ja, und dann habe ich halt mit ihm immer mehr trainiert, trainiert, trainiert und die Lust wurde auch immer mehr und ich war ja früher auch schon immer mit ihm dabei. All seine Wettkämpfe als Betreuer auch unterstützt, etc. Ja, und habe ich gesagt, komm, scheiß auf Fußball. Einfach so, scheiß auf Fußball. Ab in den Ring mit dir. Hast du dann Ja, dann einfach hat's. gesagt, hey, Berat, ich habe einfach mal Lust zu kämpfen? Oder wie kam das? Weil wenn du es schon die ganzen Jahre siehst, wie dein Bruder das machst und hautnah miterlebst, die Vorbereitung, alles drum und dran, hattest du es nicht schon früher irgendwo gekitzelt, diesen Sport zu machen? Oder war dein Kopf einfach bei anderen Dingen und du hast dir gedacht, Definitiv, definitiv. Einzelsport kann man nicht vergleichen mit Mannschaftssport. Ist einfach Fakt. Da bist du auf dich alleine gestellt. Du musst durch die Hölle gehen. Sei es Gewicht, sei es Trainingseinheiten, etc. Ja, das ist ein anderer Reiz. Das ist wie so eine Sucht. Also, das hat bei mir echt angefangen wie so eine Sucht. Einzeltraining, Einzelsport. Auf mich allein gestellt zu sein. Genau wie wenn du im Ring bist, da hilft dir keiner mehr. Da musst du alles selber machen. Da bist du nicht auf deinen Partner oder so fokussiert. Also von deinem Partner wirst du jetzt nicht unterstützt oder so. Du hast da nur deinen Trainer und das war's. War das für dich eine große Umstellung, dann irgendwann mal zu sagen, hey, okay, ich bin in einem professionellen Team, wo jeder mit jedem agiert und wo jeder mitverantwortlich ist für den Erfolg? Dann im Vergleich zu im Endeffekt, klar, du hast einen Trainer, du hast deinen Trainingspartner, aber im Endeffekt deine Diät und die Trainingsintensität, die du gibst, wie viel Herz du reinsteckst und dein Erfolg hängt im Endeffekt nur von dir ab. War das eine ganz große Umstellung? Das heißt eine große Umstellung. Eigentlich gar nicht. Klar, meine Einheiten, die sind jetzt extrem viel härter. Ich muss viel mehr Gas geben. Aber mein Kopf ist einfach frei in dem Sport. Keine Ahnung, Fußball, ich weiß nicht, das hat mich einfach nicht so erfüllt. Auch wenn ich sehr hochklassig gespielt habe. Deutschland, Regionalliga, Jugend, Bundesliga, dann in Luxemburg, im Ausland, erste Liga, zweite Liga. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es kam von jetzt auf gleich. Ich kann das nicht mal richtig beschreiben. So, ich habe einfach schon immer den Kampfsport geliebt. Und ja, ich bin noch einer, der ein bisschen diese Straße in sich hat. Und das Das hat mich so ein bisschen feiert. auf den, das hat mich so ein bisschen auf den Boden gebracht. Hätte ich den Sport nicht, dann keine Ahnung. Ich sag dir ehrlich. Hat der Sport dich als Persönlichkeit nochmal geändert jetzt in diesen drei, letzten Jeden drei, vier Fall. Jahren? Um 190 Grad, ehrlich. Und welche, also Positiv. was genau hat sich da bei dir Positiv. geändert? Disziplin, Respekt. Ja, du bist einfach komplett auf dich eingestellt, komplett alleine. Also klar, den Trainer hast du noch. Ja. Ja, aber das kann man mit Fußball einfach gar nicht vergleichen. Der Jetzt einfach Reiz. auch mal, weil die Leute halt immer so sagen, ja, also jeder Sport ist auch anstrengend, jetzt so für dich, weil du auch Hochklasse gespielt hast. Ist das K1 anstrengender als Fußball? 1000%. 1000%. Das kann man gar nicht vergleichen.
Allein heute die Intervallläufe, du hast ja das Video gesehen, Mann. Da musst du durch die Hölle. Da Wenn musst du du nochmal durch die. 20 wärst, würdest du direkt mit Kampfsport anfangen? Auf jeden Fall. Auf Auf jeden jeden Fall. Fall. Ich bereue. Ich bereue, was heißt ich bereue? Ich habe viel gesehen, viel erlebt, aber dass ich nicht früher angefangen habe. Weil ich glaube, hätte ich früher angefangen, dann wäre auf jeden Fall mehr draus geworden. Aber du bist ja noch mittendrin, du weißt ja nicht, was draus wird. Wir gehen jetzt auch nochmal nachher auf die ganzen Kämpfe ein, die jetzt noch anstehen. Aber beispielsweise hast du ja auch schon kurzfristig gegen jemanden gekämpft, der bei Glory gekämpft hat, wo jeder gedacht hat, okay, den Kampf wirst du auf jeden Fall verlieren. Hast ihn dann in der zweiten Runde ausgenockt. Und jeder Kampf kann der Kampf sein, der dich nochmal ganz nach oben katapultiert. Und momentan läuft es ja sehr gut für dich. Und man weiß ja nie, wo es dann noch hingeht. Und du hast ja auch immer auf deinem Weg dahin eine, sage ich mal, eine Begleitung, die sehr viel Ahnung hat, in Form deines Bruders, der ja zu der Generation gehört, die den Weg für das heutige K1 in Deutschland, für die Bekanntheit, für die Jeden Fall. Popularität mit geebnet haben. Und da wollte ich jetzt einfach mal fragen, wie ist das für dich? Ist es schwierig für dich, deinen Bruder als Trainer zu haben, oder ist diese enge persönliche Bindung etwas, was dir mehr Kraft und Motivation im Training und im Ring gibt? Auf jeden Fall mehr Kraft und Motivation, weil ich weiß ja, wie der früher gekämpft hat, mit Auge, und ich bin halt so der Brechertyp. Und durch ihn habe ich auch ein bisschen noch die Ruhe reinbekommen. Ja, und seine Erfahrungen, die haben mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. So eine. Und der hat mir auch das Vertrauen gegeben. Wenn du überlegst, da mit Mohamed Zouma, wo ich gekämpft habe, der war in Frankreich bei Glory. Ich hatte einen Gegner, C-Klasse, war ich noch C-Klasse-Kämpfer, da war mein 10. Kampf eigentlich, für dann in die B-Klasse zu kommen. Mein Gegner ist abgesprungen. Dann einfach aus Spaß gesagt, hier, gib mir den. Den, sein Gegner ist auch abgesprungen. Sollte um den Titel kämpfen. So, komm, scheiß drauf, gib mir den. Und mein Bruder guckt mich noch an. Willst du? So, weil der hat das vollste Vertrauen. Sagt, komm, machen wir. Und dann, ja. Der hat halt so ein Vertrauen. Das ist unglaublich. Und das stärkt mich dann noch mal mehr. Ja, und dann haben wir den Kampf angenommen. Und ja, war zwar ein bisschen chaotisch. Erste Runde habe ich die Rippe gebrochen. Ich hatte einen Pneumothorax, das heißt, die Rippe hat meine linke Lunge berührt. Die ist dann Glück gehabt. zusammengeklappt. Und ich habe das halt durch den ganzen Adrenalin nicht gemerkt. Und ja, in der zweiten Runde, Gott sei Dank, mit der rechten Cross zum Schlafen geschickt. Aber wenn du jetzt Und auf jeden Fall, ich bin sehr respektvoll, aber der hat das sowas von verdient. Ja, ich hab's Ihr habt das gesehen. Video Hab's selber gesehen. gesehen. Der hat sich da zum Clown gemacht, Alter, ehrlich, mit seinen Grimassen und mit seinen Tanzmoves. Und ich sag, komm, Ja, das war schon jetzt sehr, wird sage Dreck ich nicht egal. mal, es war nicht, ich sag mal so, es war schon gut anzusehen. Also der war sehr respektlos. Ich bin wirklich ein sehr respektvoller Kämpfer. Klar, Show gehört manchmal dazu. So nach einem K.O.-Sieg, dass man ein bisschen Welle macht und so. Die Fans wollen das ja auch sehen. Aber wirklich, ich bin so ein herzensrespektvoller Mensch. Du kennst mich jetzt auch mittlerweile. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen, aber wir respektieren uns, so wie es auch sein sollte. Aber so einer wie der hat es einfach verdient. Und das hat auch jeder gesagt. Egal wer, jeder hat es gesagt, der hat es einfach verdient. Jetzt nochmal kurz, um auf auch deinen Bruder und diese persönliche Bindung zurückzukommen. Es ist ja logisch, als Geschwisterpaar, man streitet sich mal. Er ist, glaube ich, 7 Jahre älter als du, wenn ich mich nicht irre. Ja, korrekt. Und das sind halt alles auch Dinge, wo ich sage, hey, wenn es da mal heiß hergeht, dann kann es ja auch ordentlich mal krachen. Ist es dann auch so, dass ihr euch auch mal so im Training, wenn irgendwie Meinungsverschiedenheiten privat waren, irgendwie nicht gut verstanden habt, oder war da irgendeine Spannung, oder ist es mittlerweile so, dass ihr da halt einfach wirklich eine Einheit seid im Ring und im Training und auch außerhalb? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Entschuldigung, es ist eine persönliche Frage. Du musst doch nicht Nee, drauf nee, eingehen, gar kein aber. Problem, gar kein Problem. Nee, also auf jeden Fall, klar, ich hatte einmal, wo ich so ein bisschen Sturkopf war, da habe ich dem widersprochen. Und das ist halt Familie so, und manchmal kann sowas vorkommen. Aber klar, also alles, was er sagt, ist mit Recht. Und der sieht das halt von draußen alles eh besser. Und das ist meistens bei mir immer die Deckung. Der wird da immer extrem sauer.
Weil wenn ich in den Infight reingehe, ich will nur ballern und dann achte ich nicht auf meine Deckung und dann wird er manchmal sauer, aber auch zu Recht. Ja, kann schnell gehen. So, das ist mir beim letzten Kampf auch passiert. So, geht alles super, super schnell. Nee, aber schön, dass ihr da dennoch da einfach diese Bindung haben kann. Und so, wenn wir jetzt eh schon vom Kämpfen und auch vom Trainer da sind und allem reden, würde mich mal jetzt interessieren, wie läuft es vor dem Kampf ab bei dir im Kopf? Was geht dir vor dem Kampf durch den Kopf? Verspürst du Angst, Freude oder wie kann man das da am besten beschreiben, was du da für dich erlebst? Boah, ich sag dir ehrlich, so Angst, absolut nicht. Absolut nicht, wirklich absolut nicht. Was? Aufregung, Das glaube ich dir ey, nicht. ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Frag Milan, die Ja. sagen, du bist ein Psycho. Die sagen, du bist ein, ich weiß nicht, keine Ahnung, Aufregung ist da. Immer kurz vorher, aber wenn ich im Ring bin, ich bin direkt ready, Alter. Ja, okay, im Ring, ja, aber vorher Ich bin aufgeregt schon, da geht die Pumpe, oder? vorher. Aufregung ist ein bisschen da, aber Angst. Ich habe nur Angst vor Gott. Weißt du, was ich meine? Warum soll ich vor anderen Leuten Angst haben? Ich weiß nicht, die kochen auch nur mit Wasser. Und ja, man, Angst verspüre ich absolut nicht. Kurze Aufregung, die ist da. Aber sobald ich im Ring bin, Fokus. Einfach durch. Gab es aber auch schon mal so den Moment, wo du an dir gezweifelt hast vor dem Kampf? Ja, letzten Kampf. Ja. War das allererste Mal. Ja. Und der ging auch nicht so gut aus, leider. Der ging leider nicht gut aus. Klar, man sollte keine Ausreden finden, aber da hat alles gegen mich gespielt an diesem Tag. Das heißt, an diesem Tag, ja. Vorbereitung lief Was nicht gut. ich bin Vater geworden von Zwillinge. Und ja, eigentlich hätte ich den Kampf nicht annehmen sollen. Aber ja, was soll's? Passiert, ist mir Es eine ist eine Lehre. Erfahrung. Es ist eine Erfahrung, die du wieder mitgenommen Eine hast. Erfahrung, Fertig. definitiv. Ich Genau. weiß, wenn ich Ramadan mache oder so, werde ich keine Kämpfe mehr in Zukunft annehmen, weil es lohnt sich nicht. Du musst regenerieren, du musst gut essen, du musst viel trinken und ich musste noch Gewicht machen und ich wurde schwach, dann war ich ein bisschen erkältet. Aber es sollen jetzt keine Ausreden sein, sind einfach, Packen, war einfach tatsächlich. alles gegen mich an dem Tag. Aber Ja. den Rematch hole ich mir safe noch. Und wir wollten da auf jeden Fall mal anfragen für Anfang nächstes Jahres eventuell. Und ja. Du hast ja jetzt aber, bevor wir jetzt anfangen, schon über das nächste Jahr zu reden, stehen ja jetzt schon mal zwei Sachen bei dir an. Also einmal jetzt am 4. November kämpfst du in Wittlich, Striking mit Ja. MMA-Handschuhen und dann am Ja. 3. Dezember, wenn ich mich nicht irre, auf der Mixfight-Gala sogar um den WM-Titel. Jetzt steht erstmal der 4. November an. Du kämpfst ja eigentlich in K1 mit Boxhandschuhen. Warum willst du dir Striking mit 4 Unsen geben? Boah, ich weiß nicht, das liegt mir einfach. Ja, Das macht dir liegt mir einfach. Spaß. Das macht mir sowas von Spaß und ich weiß, dass ich in meiner Gewichtsklasse eine Power habe und ja, und ich boxe halt lieber mehr. Und das, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde es einfach geiler. Einfach voll mein Ding, mit MMA-Handschuhe zu kämpfen. Ich weiß nicht. So Bodenkampf, absolut nicht meins. Bin ich ehrlich. Ich wollte das mal ausprobieren, aber ist nicht so meins. Aber so im Stand wirklich mit MMA-Handschuhen, das geht mir gut ab. Da habe ich jetzt ja auch schon zwei Kämpfe bestritten, alle vorzeitig beendet in der ersten Runde. Wie ist die Und Umstellung so von 10 Unsen zu 4 Unsen für dich jetzt einfach nur, was das reine Striking angeht? Also für mich halt fürs MMA, da ist ja eh nochmal eine andere Distanz und alles drum und dran, aber jetzt so vom reinen Kickboxen, so wie ist da die Umstellung? Arbeitest du da an der Deckung ganz anders oder wie kann man sich das vorstellen? ja, die Deckung ist schon anders, muss man ehrlich sagen. Also, und ich bin im Striking MMA viel aktiver, viel mehr in Bewegung. Weil da, wenn du einen Schlag bekommst mit 4 Unzen, das geht schnell. Ein Da Jab musst du kann es halt sein. sowas, ja, so wachsam sein, unglaublich. Und ja, ich weiß nicht, ging mir ab. Ich war dann mehr in Bewegung, mehr fokussiert. Weil bei K1 ist das so, klar, du tastest dich erstmal ran und da kannst du nicht rantasten. Wenn du da eine bekommst direkt, dann gehst du erstmal schlafen. Ja, Die verstehe. Unzen, die spürt man ordentlich. Selbst Ja, auf gegen die jeden Fall. Decke.
selbst gegen, kannst du ja nicht so decken. Da Nee, musst du ja nee. schon. Ja. Aber Gibt ist halt ohne anders. Ellbogen, gell? Ist einfach K1 mit Das Figuren. ohne Ellbogen, genau. Aber halt, du kannst ihn im Stand irgendwie pack greifen und dann werfen und keine Ahnung. Okay. Aber darauf, wie du schon sagst, keine Ahnung, du willst darauf ja gar nicht hin. Du willst wahrscheinlich die Rechte landen, beenden, nach Hause und wieder die Kilos auf die Waage packen. So sieht's aus. Wenn wir jetzt über deinen kommenden Kampf sprechen, gehört natürlich auch eine Vorbereitung dazu. Und also was heißt wie oft, wie sieht eine Vorbereitung von dir aus? Wie oft machst du Sparring, Cardio-Training, Pratzen und in welcher Intensität? Kannst du da mal kurz zu was sagen? So, wie sieht es einfach so typisch bei dir aus? Das würde mich mal sehr interessieren. Jetzt momentan kann ich auch viel mehr trainieren, da ich in Elternurlaub bin. Also ich mache bei mir so Montag Ruhetag. Dienstag trainiere ich dann mit einem Kollegen ein Personal Training, das heißt Kraft, Ausdauer, Schlagkraft etc. etc. Und das mache ich meistens immer morgens und dann ist abends ist immer Pratzentraining. Mittwochs ist es so, dass wir immer Bergsprints machen. Und ab und zu dann mal so Klimmzüge, Pratzen. Und ja, Donnerstag ist es auch so, dass ich zweimal trainiere. Morgens Schlagkraft oder Sprungkraft etc. Mit Gewichten und so weiter und so fort. Donnerstag meistens dann abends immer im Gym, im Cherokee Gym, machen wir ein bisschen so Aktion, Reaktion. Ja, und Freitag ist immer Sparring bei uns. Ja, und Samstag trainiere ich manchmal, wenn ich Bock habe, manchmal nicht. Da ist es immer gemixt. Dann gucke ich, wie ich Bock habe. Und sonntags immer die Intervalle am Stadion. Machen wir immer 5x3 Minuten Intervalle. Und dann noch ein bisschen mit den Pratzen und dann ein bisschen Klimmzüge. Und das war's. Aber jetzt so richtig Gewichte heben machst du jetzt nicht, oder? Wenn ich mich so vorbereite, sagen wir mal 8 Wochen, dann mache ich schon so auf Maximalgewicht, so 2, 3 Wochen und dann gehe ich auf Kraft, Ausdauer und dann nur noch auf Schnelligkeit. Ja. Was würdest du sagen, ist somit das immer der anstrengendste Teil deiner Vorbereitung? Ist es der Anfang? Und was ist dort? Oder sind es die Pratzen? Sind es die Laufeinheiten? Was ist das, wo du sagst, boah, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, aber das bringt mich somit am weitesten? Boah, die Intervalle, Die Intervalle? Bergsprints und Intervalle, die Laufeinheiten. A und O. A und O, wenn du konditionell fit bist, bist du auch bei allem anderen fit. Da bist du im Kopf viel klarer und ja, auf jeden Fall viel klarer im Kopf. Und klar, am Anfang der Vorbereitung fällt dir immer alles schwer, ne? Ja, auf jeden Fall. So erstmal Auf wieder. Schokolade verzichten, zum Beispiel. Das fällt dem Milan besonders schwer. War ja auch hier so, ja, ich mach Detox. So das erste, so ja, dann doch Schokolade gekauft. Nein, aber es ist wirklich immer so ein Ding, dass du von diesem Alltag halt dann wieder reinkommen musst, aber so, ich habe mir echt mittlerweile versucht, das abzugewöhnen, dieses, okay, von einem ins andere Extrem zu rutschen. Aber naja, dazu wann anders nochmal. Ich würde dich jetzt gerne mal fragen, wo siehst du dich in 2 Jahren? Hast du nochmal Ambitionen, so zu Glory beispielsweise zu kommen oder zu generell größeren K1-Organisationen oder sagst du einfach, nee, ich will einfach ein bisschen fighten, einfach just for fun und dann ist gut, weil als zweifacher Familienvater, mit Arbeit, mit Frau ist es halt eben auch schon echt hart, da nochmal sich was aufzubauen. Auf jeden Fall, das ist echt heavy, Mann. Ich bin durch die Hölle gegangen bis jetzt. Weil ich arbeite ja auch im Ausland und so und da geht so viel Zeit verloren. Manchmal habe ich meine Frau von 6 Uhr morgens bis 11:30 Uhr abends nicht gesehen. Manchmal sehe ich die gar nicht. Das ist schon heavy. Aber ja, wo ich mich sehe, ich sag dir ehrlich, Bro, Muhammad Sumar, Glory gekämpft, den habe ich schlafen geschickt. Mein nächster Gegner, den ich schlafen schicken will, wo Glory kämpft, ist eindeutig Christoph. Der kämpft im Oktober bei Glory in Bulgarien. Und ja, Mann, mit dem will ich mich schlachten und den will ich auch schlafen schicken, unbedingt. Und so Gott will und es natürlich funktioniert, worauf ich mich auch vorbereite, werde ich auf jeden Fall mal eine Ansage machen. Das kann ja nicht sein. Ich schicke zwei Glory-Kämpfer schlafen, dann muss ich auch mal die Chance bekommen als Deutscher. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für dein Vorhaben. Falls du Safe. noch was an die
Leute, die zuhören, richten willst, hast du jetzt nochmal die Chance zu. Sag nochmal, wo man dich online findet, dein Instagram, alles, das man dich verfolgen kann, wo es Tickets für deinen Kampf gibt, wer Interesse hat. Genau. So, also Instagram Bess Official. Da könnt ihr mir gerne folgen und mein Leben verfolgen, was ich so mache, die Stories etc. Ja, mein nächsten Kampf, ich habe jetzt bald auch einen Kampf. 30. September, den habe ich vielleicht gar nicht erwähnt. Da kämpfe ich in Saarbrücken. Also steht viel an, Mann. Ich habe viel, viel vor. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte jetzt 4. November. Schade, da hätten wir auch noch drüber reden können. Aber. Saarbrücken in der Kongresshalle ist mein nächster Kampf gegen einen aus Frankreich. Ja, gucken wir mal. Ich bin auf jeden Fall heiß auf diesen Kampf. Ich bin gespannt, aber ich bin mir. Also ich kann mir schon vorstellen, wie der Kampf ausgeht. Die Rechte wartet nur. Und ja, in diesem Sinne, ey, ich danke dir vielmals für das Gespräch und auch danke an alle, die wieder bei dieser Folge von Reden ist Silber, Schlagen ist Gold mit Besat Aliu zugehört haben. Und in diesem Sinne hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Los.